Straße. Wir sind keine Nazis, wir sind keine Radikalen, wir sind Menschen, die sich Sorgen machen um die Zukunft unseres Landes. Und dafür gehen wir jeden Samstag auf die Straße. Heute wird vom Bundesverfassungsgericht eine Impfpflicht bestätigt, wo man weiß, dass es bestimmte Altersgruppen gibt, für die die Impfung eine absolute Kontrainduzierung darstellt, da mehr Tote durch die Impfung hervorgerufen werden, als durch die Krankheit an und für sich. Und hier sagt das Gericht jetzt, das muss gebilligt werden. Jetzt tut das Verfassungsgericht billigend in Kauf nehmen, dass Menschenleben weggetilgt werden. Hier wird der Rechtsstaat abgeschafft. Und da wundert es mich, auch bei den Beamten, dass hier nichts passiert, dass hier nicht weitergeschaut wird. Hier im Rathaus in Reutlingen, in alle öffentlichen Gebäude herrscht eine Maskenpflicht, für die es keine rechtliche Grundlage mehr gibt. Per Hausordnung wird jetzt das Grundrecht eingeschränkt. Per Hausordnung, wo ganz klar definiert ist, dass es nur per Gesetz eingeschränkt werden kann, tut man heute mit dem Hausrecht eine Maskenpflicht durchziehen. Wo sind wir angelangt? Kann man hier überhaupt noch von einer Bananenrepublik sprechen, frage ich mich langsam. Es hat hier mit Recht überhaupt nichts mehr zu tun. Wo ist hier noch eine Republik zu sehen, wo von oben irgendwelche Sachen hinunterdiktiert werden und es wird durchgesetzt? Wo ist hier der Republikgedanke?